Guten Tag zusammen. Heute der Spieleonkel wieder in seiner Funktion als Eingabegerätetester und Präsentator. Und zwar haben wir hier was ganz Besonderes. Und zwar, ich sage das zwar immer, aber diesmal ist es wirklich was Besonderes, ist die Logitech G502 ProTOS Core. Warum ist die so besonders? Gut, also wenn man so guckt, sie sieht also schon mal sehr futuristisch, sehr sonderbar aus. Aber das ist gewollt. Und vor allen Dingen, dieses Gerät ist die erste Maus mit einem Laser, der mit 12.000 dpi abtastet. Ja, ihr habt richtig gehört, 12.000 dpi. Bisher waren wir bei 8.200 mit dem Avago-Sensor, aber mittlerweile, es geht besser. Logitech hat hier was Eigenes konstruiert. Ich habe das damals auch mal in den Labs gesehen in Lausanne, die sind ja wirklich stark am werkeln. Wie gesagt, jetzt 12.000 dpi. Aber fangen wir erstmal an, so vom Äußeren zu beschreiben und überhaupt, was die Maus so kann. Denn da gibt es noch ein paar andere Sachen, außer halt diesen Sensor. Das erste zum Beispiel ist das Gewichtssystem, also die Ausstattung allgemein. Die ist sehr großzügig mit vielen Sondertasten. Das kann man jetzt hier nicht sehen, aber die kann drei Profile speichern. Die kann Makros programmieren, also da sind Makros programmierbar. Und jetzt machen wir mal hier mal offen, weil das ist eigentlich was ganz Besonderes, was Schönes. Und zwar hat die auch ein Gewichtssystem. Viele Mäuse verzichten darauf. Oder viele Hersteller sagen, das brauchen wir nicht mehr. Aber es gibt durchaus noch Leute, die gerne das Gewicht ihrer Maus anpassen wollen. Und da hat man gerade hier wirklich gute Möglichkeiten. Ich klappe mal hier diese Bodenklappe auf. Das ist jetzt schon mal der Ansatz. Und da sieht man schon, das sieht alles sehr, sehr symmetrisch aus. Und zwar kriegt man hier einen Satz Gewichte mitgeliefert. Und jetzt kann man diese Maus beschweren. Diese Gewichte sind 3,6 Gramm schwer jeweils, also kann man noch 5 mal 3,6 Gramm dazu packen. Aber man kann die nicht einfach nur schwerer machen, das wäre ja zu einfach oder das wäre nichts Besonderes, das haben andere Hersteller auch. Man kann die jetzt auch hier, ich baue das einfach mal ein, verteilen. Zum Beispiel kann man sagen, ich möchte meine Maus zum einen schwerer haben, zum anderen aber auch hecklastig haben, sprich, dass hinten das Heck schwerer ist. Was gerade auch, das haben wir festgestellt, beim Arbeiten mit einem so empfindlichen Sensor durchaus Vorteile haben kann. Also setze ich jetzt zum Beispiel drei Gewichte hier ein, vielleicht auch noch eins hier vorne, aber mache eben keine Vollbestückung, weil sonst hätte ich den Schwerpunkt ja wieder mittig. So habe ich, dadurch, dass ich hier ein Gewicht habe, hier drei habe, einen Schwerpunkt, der deutlich ans Heck gelagert ist. Das heißt, die Maus sitzt am Heck recht schwer, recht fest. Dadurch wird die Kontrolle bei so einem ganz empfindlichen Sensor natürlich besser, weil die Maus schwerer ist. Man kann natürlich auch sagen, nee, ich brauche einfach nur eine schwere Maus. Das ist auch möglich. Dann setzt man nämlich einfach dieses Gewicht um. Setzt es hier hin zum Beispiel und setzt das andere hier hin. Dann hat man jetzt eine Maus geschaffen, die im Endeffekt nur schwerer ist, aber immer noch der mittelige Schwerpunkt ist. Weiterhin kann man auch sagen, nee, ich möchte die Maus, warum auch immer, es gibt so Spieler, ich möchte sie eher hier linkslastig haben. Auch kein Problem, dann nimmt man nämlich einfach mal dieses Gewicht hier raus. Sagen wir mal, wir nehmen dies raus. Das ist ein bisschen schwierig, weil die sind, ist natürlich sinnvoll, dass die auch richtig fest sitzen. Und nimmt jetzt zum Beispiel noch eins hier vorne raus. Dann hat man deutlich eine Lastigkeit hier auf der Seite. Das ist also eine Sache, finde ich sehr gut. Ist natürlich, ja, man kann sagen, wer braucht es? Also wer wirklich genau modifizieren will, ist das schon mal der erste Punkt, um die Ergonomie auch zu optimieren. Denn auch da bietet dieses Gerät einige Sachen, einige Ausstattungsmerkmale, die dazu verhelfen, dass es auch sehr ergonomisch ist. Und zwar haben wir einmal hier, ich mache jetzt einfach mal den Deckel wieder drauf, dann sieht man das nämlich besser. So ist das ein bisschen einfach. So, haben wir hier nämlich eine Daumenablage. Das heißt, sowohl bei, es gibt den Palm-Grip-Stil, also das heißt, wenn man die Hand komplett auf der Maus auflegt, als aber auch beim Claw-Grip, wenn man das also wie eine Klaue, wie eine Kralle fasst, ist dieses hier sehr hilfreich, zumal das auch noch gummiert ist und wir dann hier nicht abrutschen. Das ist also perfekt. Das zweite ist, und das ist auch schon bei der Logitech G600 gewesen, Logitech passt so ein bisschen die Form der Haupttasten an die Länge der Finger an. Also zum Beispiel, gerade auch jetzt hier beim Palm Grip, wenn man hier liegt, gut, der ist ungefähr hier und logischerweise ist der Mittelfinger länger, also hat Logitech auch gleichzeitig diese Taste, diese rechte Taste, länger gemacht. Auch das ist für die Ergonomie nur zuträglich. Also ich muss wirklich sagen, ich selber auch selbst, dass ich eine große Hand habe, ich finde die liegt sehr gut, weil auch der Korpus selber recht flach geblieben ist und das Heck nicht zu schräg abfällt, sondern schön rund abfällt, schmiegt sich auch in die Hand rein. Also ich muss sagen,
wenn ich Ergonomie-Note gut bis sehr gut. Es ist nicht optimal, dafür kann man immer noch was beanstanden, aber auch so, wie man an die Tasten kommt, wie man hier sieht, als mit den Daumentasten, hier kommt man gut dran, da und da sogar mit dem Daumenrücken. Wenn man diese Griffhaltung macht, beim Claw-Grip wird es schwieriger, da könnte man hier so ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Und das Weitere, was Logitech schon immer bei diesen Mäusen hatte, was mir nicht so gut gefällt, andere lieben es, ist dieser Knopf hier. Da kann man nämlich die Rasterung des Scrollrads kann man nämlich ausschalten. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn man auf einmal riesenlange Seiten runterscrollen will und man weiß genau, wie man ein Bild auf hat, einmal drehen, ein Bild runter, das kann nervig werden. Also kann man hier richtig zack, zack und das Bild läuft. So, die Ausstattung und die Eigenschaften des Geräts haben wir jetzt genug gelobt. Jetzt gucken wir doch mal, was zählt ist auf dem Platz, nämlich die Leistung, also der 12.000 DPI Sensor. Ich habe selber erst Schwierigkeiten gehabt und habe mir gedacht, das kann doch alles nicht sein. Aber ich merke, ich habe hier den gerade auf 12.000 stehen. Das geht. Das ist zwar, man muss die Maus ganz, ganz, ganz leicht nur bewegen und schon ist man, wenn man mal guckt für die Diagonale hier, das sind Kleinstbewegungen, die man machen muss, aber trotzdem reagiert er präzise. Und das ganz Wichtige dabei ist, dieser Sensor soll sich auch auf Oberflächen kalibrieren lassen. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, weil das ist einfach ganz einfach, indem man nämlich, zum Beispiel, ich habe die jetzt sogar aktuell auf diesen Tisch hier kalibriert, deshalb reagiert die schon so gut, aber man sagt jetzt, gut, wir haben hier ein Hartplastikpad zum Beispiel, nehmen das Pad und kalibrieren uns jetzt die Maus mal auf dieses Pad. Dazu ist es ganz einfach hier in dieser Steuerung, gehen wir einfach hier auf dieses Zielzeichen, da kommt Oberflächentuning. Oberflächentuning heißt natürlich angepasst auf die Oberfläche, auf die sie zum Einsatz kommt. Tisch war das eben, was wir hatten. Also fügen wir jetzt mal eine hinzu. Nennen Sie einfach mal Pad. Das nur für die Akten. So, und dann heißt es hier Tunen. So, und dann kommt nämlich jetzt die Aufgabe, man muss den Mauszeiger hier halten und soll dann so eine 8 fahren mit dem Ding, sodass der Zeiger immer im roten Bereich ist. Was wir jetzt da haben und nach einer gewissen Zeit wird er dann aufhören. Also er ist immer noch unten am Kalibrieren. Und wenn er dann gleich fertig ist, haben wir diese Maus, Tuning abgeschlossen, wird analysiert, haben wir diese Maus für diese Oberfläche kalibriert. Aha, fertigstellen und schon sehen wir, jetzt haben wir auf diesem Pad, was noch schwieriger ist, weil das ist sehr, sehr, lässt sich sehr, sehr leicht bewegen. Das heißt, es hat kaum Reibwiderstand und da merkt man, trotzdem ist diese Maus noch sauber und präzise. Selbst wenn man sie mal schnell bewegt, reißt die Bewegung nicht ab. Und Logitech verspricht uns sogar, dass hierbei bei dieser hohen Abtastung, bei dieser ganz, ganz sensiblen Abtastung, weder Korrekturhilfen noch Beschleunigungsmechanismen etc. eingesetzt werden. Und auch das stimmt, das habe ich mal mit Paint überprüft. Man kann wirklich sehen, es kommt kein Angle Snapping, so heißt das nämlich die Fahrtbegradigung zum Einsatz. Ohne jetzt zu euphorisch und zu werbewirksam klingen zu wollen, also diese G502 ProTools Core ist schon ein schönes Stück Schweizer Maus-Ingenieurskunst. Muss ich wirklich sagen, dieser Laser, der 12.000 dpi, der hat mich überzeugt. Der ist wirklich trotzdem handelbar. Man kann damit arbeiten. Die Frage ist, wofür? Man kann sich ja mal überlegen, es gibt irgendwann bald auch mal größere Bildschirme. Wir sind jetzt schon bei 4K. Wenn man dann noch drei davon hat und muss dann eine Maus, sagen wir mal, mit 800 dpi, einmal quer über alle drei Bildschirme bewegen, dann schiebt man sich tot bei so einer Maus aus dem Handgelenk, vielleicht eine kurze Wegstrecke von ein paar Zentimetern, passt. Also wirklich ein schönes Stück, empfehlenswert, könnte man schon fast sagen, die neue Referenz. Also sie ist bestimmt genauso gut wie die Rocket Cone XTD und ein ganz tolles Produkt.